Ja, wir haben langsam Sonnenuntergang hier an der alten Festung und das bedeutet auf die nachtaktiven Fische. Nicht immer nur auf dem Aal, sondern auf die olle, gut funktionierende Brasse. Mal wieder. Und ob das Ding hier so lübt, das gucken wir uns mal an. Ich bin sehr gespannt. Hab jetzt gerade die ersten Futtermischen reingeschmissen und die ersten drei Ruten sozusagen. Zack, da ist die erste Brasse im Sack. Sehr schön. Weiter raus hier, weiter testen und gucken, ob was geht. Sieht doch schon gut aus. Kann man doch schon machen. Ich bin hier ein bisschen feiner unterwegs. Man sieht das hier vielleicht direkt an den Ausschlägen unten sofort hier im roten Bereich fast. 1,5, ja, da werden die 3, 4 Kilo Brassen, so sie denn reinballern, doch ordentlich Action machen, denke ich mal. Gucken wir mal, wie das denn endet. Ich bin hier vom Vorfach gerade auf 6,4 Kilo unterwegs. Bedeutet also, wenn du gerade hier mit dem Feederset Start unterwegs bist, an der alten Festung und dir denkst, boah, geil, Alter, jetzt mal schön Grundangeln, dann wird das natürlich auch schon ein bisschen heftiger. Aber schafft man. Schafft man alles. Gar kein Problem. So, wir machen mal Licht an hier, dann sehen wir auch gleich ein bisschen was. Ich bin gespannt, was geht. Der Subsubbe hatte hier was im Discord geschrieben. Link zum Discord unterm Video. Und da hat er geschrieben, Alden, hier guck mal, da und da stehe ich und fange so und so viel Brassen mit dem und dem Köder. Und jo, ich teste das einfach mal. Nachdem hier gerade dann im Livestream-Chat auf Twitch gerade dann auch nochmal der Spot genannt wurde, habe ich mir gedacht, komm Alter, dann teste doch mal eben, was denn hier so geht. Und vielleicht geht ja hier, ja, ein bisschen was ab und man kriegt hier ein erträgliches Sümmchen zusammen, dass sich das hier auch so einigermaßen lohnt. Einfach mal wieder die Nacht über auf Brasse. Ja, gucke mal, wer hätte das gedacht? Was zuppelt stundenlang wie so ein olles, schäbiges Rotauge? Amur. Der olle Amur. Na, zum Glück war der nicht größer, denn der hätte hier auf feinem Setup richtig schön Terz gemacht. Das will man auf gar keinen Fall haben. Lieber dann die großen Brassen in dem Gewicht. Die geben dann nach einer kurzen Zeit auch wieder auf. Aber so ein Amur mit 5 Kilo plus, das ballert schon rein. So, ja, was ist wichtig fürs Brassenangeln? Wie in verschiedensten Tutorial-Videos, ich glaube, ich verlinke mal eins, das letzte, zur Brasse schon mehrfach gesagt, wichtig, bevor ihr euch denkt, boah, geil, Alter, ich gehe zur alten Festung, skillt Futtermische hoch. Futtermische hochskillen, ganz, ganz essentiell, damit man an dem Spot effektiv auch die Brasse anfüttern kann. Brassen sind Fressmonster. Ihr könnt die Futtermische auch die ganze Zeit drauf lassen. Für die Zeit, wo man hier steht und auf Brasse angelt, heißt also idealerweise fängt man so gegen 16, 17 Uhr an, schmeißt schon mal ein bisschen was rein und dann geht es los, ich sag mal so, in den Abendstunden, 18 bis 20 Uhr ungefähr, dass dann die ersten Bisse reingehen. Ihr seht, jetzt haben wir 23 Uhr. Ich habe die ersten 5 Brocken im Kescher. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ja, und dann geht das Ganze bis morgens, manchmal bis 10 Uhr an manchen Tagen, aber auch tatsächlich nur so bis ja, 6, 7 Uhr. Und dann ist auf einmal schon Flaute. Da kommen nur noch die ganz kleinen und unmaßigen. Die wollen wir natürlich nicht. Damit wir die so ein bisschen aussondern, die winzigen und die kleinen, haben wir hier vom Setup her, gucken wir mal eben rein, ein etwas, ja, ich sag mal schon etwas größeres Setup. Ne? Wir sind hier mit einem 1er Haken unterwegs, wir wollen hier auch ein bisschen was rausziehen. 6,4 Kilo Vorfach, nicht zu hoch gehen vom Vorfachsmaterial, also nicht zu dick, beziehungsweise nicht zu viel Tragfähigkeit draufklatschen. Ich würde auf jeden Fall unter 10 ja, unter 10 Kilo bleiben. Meine Grenze sonst war immer mal auch gerne 9,7er Vorfächer oder sowas. Aber ich will doch eher noch ein bisschen was Feineres und vielleicht doch die etwas größeren Brassen triggern. Und deswegen gehe ich dann noch dünner und zarter rein, damit die scheueren vielleicht sogar noch eher überlistet werden. Nächster Punkt,
damit man hier erfolgreich ist, ist Quarkteig. Quark fängste, Quark kaufste dir an, am Kuori. Und am Kuori kommst du halt erst ab Level 16. Heißt also auch das wieder so ein Dingen. Ideal ist das gerade nicht für, ja, ich sag mal, Level 12er, Level 13, Level 14. Das ist halt alles noch nicht so ganz ideal. Das heißt, idealerweise da noch die Zeit am Windenbach und am Moskito verbringen oder am Belaya mit dem Spinning und dann später erst solche Geschichten hier machen mit geskillter Futtermische, geskillten Ködern und so weiter, dass man hier auch vorwärts kommt. Bis dahin, wenn man das alles noch nicht hat, die Basics machen an Moskito und am Windenbach, kannst du einfach einen Regenwurm reinhalten, da fängst du auch was, machst also auch Silber da an den Gewässern, ohne eine Futtermische, ohne Schnick und Schnack, aber ab der alten Festung geht's halt langsam los. Da zieht das Game auch so langsam an, da ist man aus dem Welpenschutz so langsam raus. Und ja, spätestens im Level 20 Bereich ist dann damit gänzlich vorbei. Dann muss man auch so langsam zeigen, was man kann. So, was haben wir jetzt hier? Immer noch auf 15 Meter geklippt. Ich glaube, soweit ist alles klar. Das ist die Position. Wir werfen also hier grob in Richtung des 5 Meter Lochs. Ich hatte auch schon gesehen, dass auf der anderen Seite soll es auch funktionieren. Hier in den Bereichen kann man ja auch mal testen. Und wie auch in allen anderen oder in den meisten anderen Videos schon gesagt, hier gibt es Stellen, man kann von hier aus auf Brasse gehen, man kann von hier aus auf Brasse gehen. Hier soll gerade aktuell auch laufen. Ich gucke gerade mal, ob ich noch die Daten habe, die exakten Koordinaten. Das soll sein 43, 32. Auch da wahrscheinlich so um die 10, 15 Meter ausgeworfen, einfach hier in Richtung der tiefen Stelle. Ähnliches hier, ähnliches hier, ähnliches hier. Das sind, glaube ich, so die populärsten Stellen für Brasse. Hier oben ist auch nochmal eine. Genau. Auch das gibt es noch. Auch das natürlich einfach nachzuvollziehen. Einfach die alten Spots, die mal funktioniert haben, immer wieder testen. Alte Spots, auch da wieder im Discord. Link zum Discord unter dem Video. Einfach mal reingucken, ob ihr da ein paar alte Spots findet. Und dann heißt es allerdings, auch wenn es ein alter Spot ist, dann heißt es allerdings, dass man da dann auch die typischen Köder testet. Auch wenn das ein alter Spot ist und da hat das zum Beispiel mal mit Knoblauchteig funktioniert, bedeutet es nicht, dass jetzt, wo du da gerade in dem Moment stehst, der Spot mit Knoblauchteig funktioniert. Vielleicht mögen sie gerade Quarkteig oder statt Quarkteig mögen sie auf einmal Perlengraupe oder Erbsenbrei oder vielleicht mal auf dem Mistwurm sind sie scharf oder. Also es gibt halt immer Variationsmöglichkeiten dann da in den Spots. Das ist auch gut so, damit man immer noch ein bisschen suchen muss und ein bisschen rumprobieren kann. Bis jetzt muss ich sagen, sieht es schon wirklich gut aus. Wenige von diesen Schlingels hier, diesen schäbigen, sondern viele normale und gute. Ich nehme jetzt trotz allem mal auf der einen Rute hier schon mal die Futtermische runter, damit das nicht zu viel, ich habe da so einen inneren, so eine Abneigung, zu viel Futter reinzuballern. Wobei das manchmal gar nicht so gut ist, ne? Wie gesagt, die fressen wirklich viel. Was man fürs Futter machen kann, ich habe jetzt hier gerade Original Standard Futtermische drauf. Was man hier jetzt natürlich sieht, ich habe Skillpunkte investiert in die Qualität, ins Futter, in die Futtermische. Auch dazu verlinke ich am besten nochmal ein Video, wie man da reingeht. Gönnt euch, wenn ihr euch da noch nicht sicher seid, gönnt euch die Tutorial-Serie 2022. Ist immer noch top aktuell, da hat sich nicht viel geändert. Also da die ganzen Infos, die sind auch einfach aufs Wichtigste komprimiert. Durchballern, reinziehen. Ja, wir sehen hier 4 Komponenten, also eine Basis. Wir haben hier einen Dip und 2 Komponenten haben wir noch drin, Fliegenmade und Hirsebrei. Das heißt, wir haben 2 Komponenten frei. 4 Stück könnten wir nehmen. Fliegenmade. Jetzt vergeude ich natürlich gerade wichtige Angelzeit. Ne? Fliegenmade, was war der andere? Hirse oder irgendwie sowas? Und dann haben wir eben hier noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt gerade Quark verwenden, einfach was Sahniges zum Beispiel nehmen, was Milchiges. Nehmen wir hier einfach mal
hier Sahne Feed Pellets in 10, einfach mal eine Komponente mit dazu mixen. Oder wenn ihr dann Knoblauchteig verwendet, einfach mal eine Knoblauchkomponente mit da rein mixen und dann das Ganze halt wie üblich zusammenbauen. Einfach nur den Köder bzw. die Mische und den Köder aufeinander abstimmen, dass man dadurch dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr rauskriegt. Eine etwas ideellere, ein bisschen perfektere Futtermische vielleicht. So, trotz allem, guck mal hier, es lügt. Was man auch machen kann, wenn man sagt, oh, irgendwie, die könnten aber auch noch ein bisschen größer werden. Oder es läuft gerade schon ganz gut, so wie jetzt hier gerade. Man will es vielleicht ein bisschen übertreiben. Dann übertreibt man es doch einfach mal und nimmt einen schönen 1-0er Haken. Was passiert ist, eigentlich katastrophal. Die Frequenz geht absolut in den Keller. Ich nehme mal ein bisschen breiteren. Die Frequenz geht absolut in den Keller. Und es kann auch sein, dass da erstmal nichts mehr drauf geht. Heißt also, macht halt nur Sinn, wenn man wirklich einen gut laufenden Spot hat. Man zieht quasi die ganze Zeit mit den beiden Routen was raus. Und dann geht einfach zwischendurch mit ganz viel Glück auf dem 1-0er mal so ein richtig dicker Brocken rein. Das lohnt halt immer. Also kann lohnen. Ansonsten ist Brasse halt ein Massenfisch. Einfach immer schön einen nach dem anderen rausziehen, schön auf Masse. Man sieht es ja auch schon im Ingame-Chat. Da dominiere ich hier so langsam. Einfach nur, weil hier eins nach dem anderen immer geht. Und ja, größenmäßig passt das auch schon alles ganz gut. Was für euch natürlich nochmal ein wichtiger Punkt ist, für euch kann es gut sein, dass es nicht so viele maßige Fische sind. Ich habe jetzt hier gerade 2 unmaßige Fische in dem ganzen Kescher, in der Zeit, in den 10 Minuten. Heißt also, das hat natürlich auch einen Grund und der Grund ist geskillt, ausgelevelt sozusagen. Grundangeln 100%, das bringt durchschnittlich mehrmaßige Fische und auch ein bisschen mehr Fische. Bedeutet also, wenn ihr hier irgendwie bei 30% seid, kein Stress, das wird immer besser. Dauert alles ein bisschen, wird auch wie gesagt mit der Zeit immer besser. Es wird aber auch immer länger dauern, bis man Skillpunkte bekommt. Auch das wird immer wieder nachgefragt. Wie bekommt man Skillpunkte? Nächstes Video, eben verlinkt oben. Auch da mal eben reingucken, wie man am besten Skillpunkte generiert, damit man hier schnell die 100% hat und dementsprechend weiterkommt. So, es läuft gerade ganz gut. Ich bin auch ganz zufrieden. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. So, oder ich würde sagen, wir gucken einfach mal direkt rein in den Kescher. Ich meine, wir haben alle wichtigen Infos und Daten, glaube ich, jetzt einmal rund gemacht. Wir haben den Spot, wir haben die Entfernung 15 Meter, wir haben das Setup, Hakengrößen, die verschiedenen, also ich sag mal 4er bis 1er Haken ist so, glaube ich, ideal. Und Köder sind wir durchgegangen, Futtermische sind wir durchgegangen, alles andere, was man machen muss, um da hinzukommen, ist, glaube ich, eh klar. Wird ja in der Tutorial-Serie alles erklärt und dann gucken wir jetzt nochmal eben rein, was denn das Ganze hier so ungefähr bringt. Wir haben schon mittlerweile 3 Uhr, das heißt, ich beeile mich mal eben. Zack, und wir gucken mal schnell im, den nehmen wir noch mit, wir gucken dann gleich mal eben schnell im Fischmarkt, was denn der Kescher jetzt hier von ungefähr 15 Minuten, was der denn so gebracht hat. 15 Minuten, wie gesagt, wenn man eher anfängt, so gegen 17, 18 Uhr, dann hat man natürlich noch ein bisschen mehr Zeit und kann noch ein bisschen mehr rausziehen. Ich glaube, da geht keiner dran. Das heißt, ab zum Fischmarkt. Und wie immer schauen wir natürlich als erstes kurz rein hier, ob Brassen drinne sind. Kein Kaffeeauftrag. Schade. Also dann jetzt zum Fischmarkt. Und dann gucken wir mal eben rein, was das Ganze denn jetzt hier in 15 Minuten so gebracht hat. Sortiert nach Preisen. Und da sind wir jetzt bei 67 Silber in 15 Minuten. Ist ganz okay. Es können natürlich immer noch gerne ein bisschen größere Brocken reingehen. Aber wie gesagt, wenn man hier länger steht und längere Zeit hat zum Rausziehen, dann sind das natürlich auch dementsprechend noch ein bisschen mehr Brocken. Ich renne direkt zurück, denn ich ziehe noch jetzt hier bestimmt 6 Stunden lang raus. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.